Wer ist nun Paulus? Wer ist Apollos? Diener sind sie, durch welche ihr seid gläubig geworden. Und das, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der da pflanzt, noch der da begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wer aber pflanzt und der da begießt, ist einer wie der andere ein jeglicher, aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerwerk und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeglicher, aber sehe zu, wie er darauf baue. Die Verantwortung der Lehrer, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. So aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's klar machen, denn es wird durchs Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jeglichen Werks sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Ihr selbst aber wird selig werden, so, doch durchs Feuer wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. So, jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und der Geist Gottes in euch wohnt, so jemand den Tempel Gottes verderbt,